Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi, zu einem Sonnenuntergang. Yay! Die Sonne geht unter und wir gehen auf die Jagd. Vielleicht seht ihr es schon hier unten in meiner Hotbar. Ich habe schwarze Perlen mit. Was möchte ich mir wohl zähmen? Vielleicht der schon eventuell angekündigte Tussotoytis. Ich hoffe, wir finden einen. Und ich bin mir gerade echt unsicher, wen ich dafür mitnehmen soll. Aber ich glaube, ich nehme meinen Hai. Denn der Tussotoytis, der muss ja dann erstmal ein bisschen abgelenkt werden. Und das ist, denke ich, da ist der Hai, denke ich, am besten dazu geeignet. Beziehungsweise habe ich einfach Angst. Oh, der hat noch Steine. Warum hat der Steine drin? Wie komisch. Beziehungsweise habe ich halt echt Angst um meinen Mosa. Obwohl, dass er dabei stirbt. Denn es war halt so krass schwer, den zu zähmen. Der Hai war nicht so schwer. Und deshalb gehen wir jetzt mal mit dem Hai auf Tussotoytis Suche. Ich habe natürlich vorher nochmal geschaut, wie man denn am besten so ein Vieh zähmt. Und ich habe meinen Tank gar nicht mit meinem Water Tank. Den hole ich mir mal eben noch, bevor ich hier mich in die Tiefen stürze und dann vielleicht keine Luft mehr bekomme. Das wäre natürlich schlecht. So. Am besten Richtung Boot. Da kann ich nämlich über das Boot auch direkt erstmal hier rein. Zack. Oh mein Gott, ist das auf einmal dunkel geworden. Krass. So, wo ist es denn? Wo ist es denn? Hier ist es. Nehmen wir zur Sicherheit noch einen zweiten mit. Zieh den schon mal an. Und jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht's richtig los. Ich möchte einen Tussotoytis mir zähmen. Da bin ich halt echt gespannt. Wie gesagt, ich hatte noch nie einen. Und ich glaube, ich muss den Hai dann auch auf passiv stellen. Da bin ich mir halt momentan noch nicht ganz sicher, aber ich denke schon, damit der sich vom Tussotoytis fangen lässt und ich den dann füttern kann. Ist dann halt nur die Frage, erstens, wie viel Schaden macht der und zweitens, wie kriege ich den Hai dann wieder raus? Was ist denn hier? Okay, ist ja auch so ein unterirdisches Irgendwas. Tatsache, hier ist noch eine Höhle. Coole Sache. Ist mein Hai da draußen jetzt kurz sicher? Habe ich den auf... Was habe ich den gestellt? Sehe ich gerade nicht. Ich will nur mal eben kurz mich umschauen. Ach, cool. Also solche Unterwasserhöhlen gibt es ja anscheinend öfter. Oh, da hängt ein Aal drin. Und da ist ein Mosa. Coole Sache. Hier scheint jetzt aber nichts unbedingt Besonderes zu sein. Okay. Aber hier kann man auch mal kurz Luft holen. Sollte man das brauchen. Und platsch wieder ins Wasser rein. So, den wieder angezogen. Und dann geht unsere Suche weiter. Denn die sind wirklich ganz am Meeresgrund. Was, denke ich, schwierig werden könnte, wären hier die Quallen. Die sind halt echt fies. Da sind nur so die kleinen Mistviecher, will ich mal sagen. Die dann dafür sorgen, dass uns alles hier jagt. Der ist 340. Aber ich möchte einen Kraken. Ja, den nennen wir dann The Kraken. Also Name habe ich schon mal, jetzt muss ich nur noch einen finden. Wir hatten ja das letzte Mal oder vorletzte Mal, ich weiß nicht, bei irgendeiner Mission, hatten wir schon den Alpha Tussotoytis gesehen. Das ist vielleicht nicht so das Optimale für den Start, aber es ist schon mal ein Anfang auf jeden Fall. Hier ist noch ein Glitch. Den will ich natürlich direkt mitnehmen. Jo. So.
glitch proves this ocean is artificial. Oh, oh, not exactly oh. News, eh? It's gonna be worse, though. The first Nein, ich will absteigen. Back in the 20th century was part of an experiment in a closed ecosystem. At first, their ocean thrived. They even grew da. Coral reef. But heaps of the Alpha. They introduced died off. Sind die alle Alpha? Den kann man ja gar nicht zähmen. Okay, dann will ich auf jeden Fall nicht den. Die Suche geht weiter, Freunde. Die Suche geht weiter. Hier sind ein Haufen Mosas. Der ist ein bisschen rosa. Rosa, der Mosa. Es geht schon wieder los, Freunde. So. Wenn wir hier runter, da ist sogar auch noch ein Glitch. Ich denke mal, runter ist schon mal die richtige Richtung. Ich glaube, da können wir nicht viel verkehrt machen. So, glitchy glitch. So, okay. Ah, schon wieder. Das hat die schon ein paar Mal erzählt. Oh, ein Mosa. Der rosa Mosa. Level 100. Okay. Wo geht's denn hier hin? Coole Sache, hier ist noch ein Glitch. Das ist echt richtig geil geworden hier, die Welt, oder? Was sagt ihr dazu? Ich bin da wirklich begeistert, wie cool die das gemacht haben. Also gerade die Unterwasserwelt, die hat sich schon, wenn man jetzt Island bedenkt, richtig verbessert. Ist schon richtig geil geworden. Okay. Ist immer schwierig, wenn die halt gerade was erzählt, ne? Ja. Ich hätte gerne einen Tussoteutes, einen, der nicht Alpha ist. Das wäre gerade mein Wunsch. Ich hoffe, ich habe da auch einen guten Plan im Kopf, wie ich mit denen dann fange. Das war vielleicht jetzt doch schon ein bisschen zu tief fast, wo wir jetzt hier waren. Aber irgendwo muss ich ja anfangen mit der Suche. Logisch, ne? Ich glaube, hätten wir keinen Teleporter, wir würden ewig immer brauchen, um nach Hause zu finden. Das würde schon eine ganze Weile dauern. Okay, jetzt sind wir erstmal wieder ein bisschen weiter oben. Kann auch sein, dass wir jetzt wieder in die Richtung schwimmen, wo der Alpha-Tussoteutes war. Aber ich finde halt momentan keinen anderen. Da hat der Mosa irgendwas gesehen oder nicht? Ne, der schwimmt einfach nur rum. Kann sein, dass er uns jetzt gesehen hat. Der sieht natürlich auch cool aus, der dunkle Osteos. Hat eine coole Färbung. Ach komm schon, wenn man sie nicht braucht, ne, dann sind sie überall. Ah, das sind alles nur die kleinen. Diese kleinen Viecher, die uns alles auf den Hals hetzen, immer noch. Mann, 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 Mann. Aber ich glaube, hier bei Genesis kann man auch nicht unbedingt festmachen, wo jetzt was spawnt. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht geschaut. Und im Meer verteilt sich das, denke ich, noch ein bisschen anders als an Land. Da wird es sowieso andere Regeln haben, wie sich das verteilt. Okay, noch ein glitchy glitch. Ja, wunderbar. Sind wir jetzt einmal quer durchgeschwommen und haben nichts. Nichts außer ein Alpha-Tussoteutes. Super. Das läuft doch wieder bei uns, oder? Da dachte ich mir, Mensch, machst du mal eine Missionspause, so eine, keine Missionsfolge jetzt, sondern machst mal wieder ein bisschen Zähm-Action. Ja. Genau so. Genau so. Und dann läuft das halt wie immer. Oh, ich glaube,
Der Sog vom Strudel, der hat gerade ein bisschen am Hai gezogen. Hier ist aber auch nichts. Gar nichts. Noch ein Strudel, noch ein Strudel. Das ist so das Strudelgebiet, ha? Und keine Tussotoytas. Ich. Tatsache, ich habe den Dino-Tracker noch mit. Wild Dinos around me. Ist aber auch keiner. Wundervoll. Ich wollte nur den anderen nicht mehr in der Hand haben. Das ist halt so, da ist man dann doch ein bisschen demotiviert. Schade. Schade. Nur ein kleiner, süßer. Tussotoytus. Ein ganz kleiner Rechten. Was ist das denn da? Ach, dunkle Osteos. Plesio, das ist auch das erste Mal, dass ich hier Plesio gesehen habe. Ja, arbeitet ruhig zusammen, macht das ruhig. Ist alles chillig. Kommt ja alle auf einmal. Aber der Hai hält halt zum Glück auch einiges aus. Deshalb war ich mir relativ sicher, dass ich den auch einfach nehmen kann. Muss er dann auch, wenn es zum Tussotoytus geht. Jetzt kann ich den Glitch nicht holen. Wenn hier alle hinter mir her sind. Hier ist auch keiner. Da ist noch ein Glitch. Also hier in dem Gebiet war ich auf jeden Fall noch nicht. Das ist schon mal gut. Okay. Den hole ich mir jetzt. So. Jetzt gucke ich mal, ob ich an den anderen irgendwie wieder rankomme. Naja. Ja, machst du immer, Helena. Ah, okay. Jo, chill mal, chill mal. Okay, okay. Platt gemacht. Ist halt immer so die Sache, schleicht sich gerade was an oder nicht? Im Wasser ist Schleichen ja auch gar nicht mal so schwer. Okay, da ist der Plesio. Vielleicht wirklich in der Richtung mal schauen. Ist wahrscheinlich auch der einzige Plesio hier im Spiel. Aber den will ich nicht. Okay. Hier geht's auch lang. Sehr cool. Ein bisschen stört die Schrift manchmal, ne? Da ist wieder ein Glitch. Haie. Ah, hier ist einer. Ja, das ist einer. Okay, da kommen halt gerade alle auf mich zu. Oh, schwierig, aber wir haben einen gefunden. Der kommt auch schon auf uns zu. Ah, dann muss ich mal eben aufpassen. Jo, der will uns 100 Pro. Das ist auch okay. Da ist der Plesio. Wie kriegen wir das jetzt hin? So, wie gesagt, ich bin mir immer noch nicht sicher. Okay. Alles gut, alles gut. So. Erstmal die hier platt machen. Und da kommt er schon. Verdammt, wir müssen aber erstmal angreifen. Wir müssen jetzt erstmal hier... Irgendwas habe ich... Ja, der Plesio ist weg. Der dunkle Osteos, der war gerade ein bisschen doof. Ist auch noch doof. Okay. Der will uns jetzt schnappen. Der Tussotoytus. 100 Pro. Oder auch nicht mehr. Wird er grad, was passiert denn da? Okay. 24 schwarze Perlen. Im Ernst? Ich will erstmal versuchen, ob ich den hier platt kriege. Ja, ich kriege ich locker platt. Keine Sorge. Aber den hier. Oh, wow. Da kommt er gerade wieder.
Ah, Mist, jetzt hat er uns. Was hängt sich denn da jetzt alles hier mit rein? Eigentlich nur der... Moment. Ich muss uns da mal eben rausholen. Ich hoffe, wir kommen auch mit dem Hai raus. Nee, funktioniert nicht. Tatsächlich, das funktioniert nicht. Okay, kriege ich das hin, wenn ich jetzt absteige? Ja. Also der hat auf jeden Fall meinen Hai. Und ich muss jetzt hier reinschwimmen. Eigentlich ein bisschen langsamer. Hier, da ist der Mund. Komm schon. Das ist ja nervig. Okay, da ist er. Komm, 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 komm. Komm. Ja! Ja! Wow! Wir haben ihn. Wir haben ihn, Freunde. Wo ist mein Hai? Aua. Ja, wir haben ihn. Okay. Komm, den machen wir jetzt doch platt. Lass meinen Tussoteutus in Ruhe. Ah, sehr gut, der hat ihn. Der hat ihn jetzt geschnappt, der macht ihm Schaden und wir machen ihm auch noch Schaden und jetzt ist er gleich platt. Oh, Freunde! Jetzt so zum Ende der Folge haben wir tatsächlich noch einen gezähmt bekommen. Das ist natürlich richtig geil, oh. Bleib mal hier. Bleib mal hier. Ja. Da ist er. Unser Tussoteutus. Will nur mal gucken, dass ich die auch zusammen geportet bekomme. Aber so sollte es gehen. Wie geil. So, Maxi Ozean. Bitte lass ihn mitkommen. Ja, da ist er. Oh Gott, ist das geil. Oh, es ist schön. Das ist super schön. Das freut mich. Das freut mich sehr. Ich hab einen Sattel dann für dich. Geil, wir haben einen. Der wird jetzt erstmal auf Leben gelevelt. Der hat auch schon ein bisschen was an Leben gelassen. So, ja, du wirst jetzt erstmal wieder angehitscht. Das hast du sehr gut gemacht. Super getankt, muss ich schon sagen. Mein Hai. Sehr gut. Und für dich hole ich jetzt erstmal einen Sattel. Mein schöner Tussoteut. Geil, Freunde. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben es geschafft. Ist es nicht toll? Also ich muss sagen, ich bin mega gehypt gerade. So, Sättel sind oben. Mega, mega, Tusso. Okay. Nicht gar nicht mal so viel. Ich dachte, da hätte ich mehr bekommen. Kann ich den irgendwie aufleveln? Der ist sogar noch primitive. Kann ich nicht aufleveln. Hab nämlich keine Metal Ingots. Ich habe nämlich immer nur Metall verwendet. Kann ich erst Remote Location, aber ich schau noch mal, ob wir bei den Missionen im Wasser welche bekommen haben. Sättel. Ob die vielleicht besser sind. So. Da bin ich wieder. Keine Sorge, euch passiert nichts, während ich weg bin. So, hier mal ran. Das war ja, also ich hätte auch nicht gedacht, das war eine schwarze Perle, die er genommen hat, oder? Nee, der hat mehr genommen. Ich hatte viel mehr eigentlich im Inventar. Aber ist okay, Hauptsache wir haben ihn. Ah, hier ist noch, nee. Schade. Du so toll, nee. Okay, dann haben wir nur den einen. Das macht aber nichts. Level up. Jetzt noch in dem hohen Level. Das ist echt schwierig. Okay, der hat schon ein bisschen blutige Tentakel. Das liegt aber gerade wahrscheinlich mehr daran, dass ich ihn gelevelt habe. So. Natürlich will ich ihn jetzt auch nochmal reiten. So, wie sitzt man denn da? Ah ja, so, okay. Cool. So, das ist der Rechtsklick. Das ist der Linksklick. Cool. Macht er was mit C? Oh, Tinte. Oh, jetzt hat er mich voll tintet. Cool. Fetzt. Fetzt mir so richtig.
Unser eigener Tussoteutes. Da ist er, Leute. Ich bin so gehypt. Ja, Freunde, ich würde mal sagen, das war's für heute. Ich habe mein Ziel erreicht. Und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.